Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Live on Wheels. Ich habe hier was ganz Schickes in der Hand aus Carbon von Akrapovic. Und den Wagen im Hintergrund, den kennt ihr schon. Das ist der BMW M2 von einem Bestandskunden von uns, der schon fast alles gemacht hat. Er guckt mich gerade so ein bisschen skeptisch an, weil er will noch ein bisschen mehr. Das reicht noch nicht. Aber heute machen wir Akrapovic. Die Akrapovic an sich, die hat ein bisschen einen helleren Sound. Die M-Performance klingt ein bisschen dumpfer. Ich meine, ja, kann man sich entscheiden, was man gerne hätte. Ne? Also ich persönlich mag beide ganz gerne. Je nachdem, wo man gerade unterwegs ist, wird geil klingen. Wird sehr, sehr geil. Jetzt zeigen wir ein bisschen was vom Einbau. Dann testen wir das Ganze mal ein bisschen durch. Im Innenraum, außen. Und euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Unterschied ist dieses Linkpipe-Set hier, kommt hinter die Downpipe und verläuft zweiflutig im Gegensatz zur M-Performance, die verläuft nämlich nur mit einem Rohr. Bringt somit auch ein bisschen mehr Leistung, nicht nur Klang, und ich schätze mal so, wir werden irgendwie bei 7-8 PS rauskommen, so 10-15 Newtonmeter, wenn Spiegel eingeklappt sind und noch weitere Faktoren dabei sind, die da entscheidend mit beeinflussen. Ja, schönes System, wiegt mal wieder nix. Komplett Titan, ziemlich geil und lässt sich auch super leicht verbauen. Ich denke, wir werden keine Anpassungsschwierigkeiten haben, denn das Material ist ziemlich flexibel und im Normalfall passen diese Coverage-Anlagen auch einfach perfekt unter das Fahrzeug. Werden wir gleich sehen, wir werden da noch ein bisschen was zeigen. Bis später. Kunde filmt, der kriegt das Grinsen nicht mehr raus. Wir sind ein bisschen quer gefahren, ne? Minimal. Okay. So, wir gehen mal in den Traction Mode. So, der Tipp schlechthin: Traction Mode, also einfach DSC auf, kurz drücken und die manuelle Schaltung, und dann klingt der Wagen einfach noch mal ein bisschen geiler. Werden wir jetzt mal schauen. Hört ihr das? Das ist schon geil, ne? Wie findest du's? Ich find's sehr geil. Find's sehr geil? Schon krass, ne? Wir haben jetzt Öltemperatur 88 Grad, also ich denke, wir uns ein bisschen noch 10 Grad mehr und dann. In Verbindung muss man ja dazu sagen, wir haben eine HJS-Downpipe noch verbaut und die Aventuri-Ansaugung, die kennt ihr schon vom Video. Also in Verbindung mit der HJS-Downpipe ist schon killer, schon geil. Also wir haben definitiv ein helleres Klangbild als vorher. Wir haben ein sehr, sehr geiles Brabbeln. Wir haben keinen Auspuff knallen. Das kommt noch im höheren Drehzahlbereich, wenn wir jetzt noch ein bisschen Kette geben. Aber es ist nicht aufdringlich. Also es ist immer noch ein sehr, sehr edler Klang. Wir haben die Klappen jetzt hier komplett auf und wir können die immer noch regulieren. Und die hört sich jetzt, wir fahren jetzt hier bei 1,5 Touren total entspannt in der Stadt. Der geht aber auch gut.
Wir haben noch Schnitzerleistung, ne? Darf man nicht vergessen. Wir fahren auf 420 PS. Der geht ein bisschen besser als Standard M2. Geil. Richtig geil. Preislich liegen wir bei 5.900 Euro, roundabout. Einbauzeit hat jetzt 2,5 Stunden gedauert. Die Elektronik wurde noch ein bisschen verkabelt. Das hat allein etwas länger als eine halbe Stunde gedauert. Ich denke, das ist absolut gerechtfertigt für den Wagen und für den Auspuff. Schon eine sehr, sehr geile Story. Heftiges Gewitter einfach. Krass. So, dritter Gang, zwei Touren. Easy going. Also so ist wieder völlig entspannt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Wir gucken mal, wo wir ein bisschen schneller fahren können. Wir kommen gleich wieder zurück. Das ist prädestiniert hier jetzt, ne? Schwer die Kamera zu halten, Tim. Ja, das sind wir gewohnt aus den Videos, ey. Aber so stabil, also hier kannst du selbst mit einer Ronin, wir haben hier so viel Schwingung gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, der fährt sich besser als meiner. Viel besser. Also vom Fahrwerk her, das ist ein Traum. Variante 3 für einen M2 ist schon geil. So, hier ist wieder unbegrenzt. Ups. Scheint aber mit den Pedals. Stimmt, ja, die nutze ich nie. Bin ich überhaupt nicht gewohnt mit den Pedals. Die habe ich echt noch nie gebraucht. Also gebraucht wahrscheinlich schon, hast ja eben gesehen, hätte ich auch gebraucht. Aber benutzt habe ich die echt noch nicht. Ich glaube, das Auto hat genug Schutzprogramme, damit nichts passiert. Ja, da passiert auch nichts. Hast ja gesehen, der ist einfach nicht mehr vorwärts gegangen. Ne? Lass uns mal Sport Plus probieren, dass sich da was ändert. Sport Plus machen wir mal, ja. So. Fahren wir mal, hinter uns ist keiner. Also wir gefährden niemanden, ne? Das möchte ich immer dazu sagen. Wir fahren jetzt hier 120 und treten mal ein bisschen durch. Traction ist er lauter, definitiv. Ja. Also ist fast angenehm im Sport Plus. Merkst du gar nichts. Hier raus? Mhm. Hm? Ja. Hier, Winkel? Genau. Oh, ich kenne mich hier nicht aus, ne? Oh, wir sind falsch gefahren. Siehst du das gesehen? Ja, jetzt machen wir noch ein bisschen Probefahrt. Ich entlasse euch für heute. Wir fahren jetzt nämlich noch zum Liegende Amar von Luxus Car Detailing Frankfurt. Und da kümmern wir uns um eine Lackaufbereitung und um eine Keramikversiegelung für den schönen hier. Kann ich immer empfehlen, Keramikversiegelung. Wir werden es auch zeigen in einem separaten Video. Jetzt vielleicht nicht mit dem Baby hier, aber mit einem anderen auf jeden Fall. Auch Folienversiegelung, Felgenversiegelung. Da zeigen wir euch nochmal ein bisschen was so im Detailing-Bereich. Ich weiß, da steht ihr drauf. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst einen Daumen da. Bis später. Tschüss.